Willkommen, Mitspieler! Seht und staunt! Mein Spiel! Es ist wundervoll! Ist es zu Ende? Wer hat gewonnen? Nein, mein Freund, wir haben gerade erst angefangen. Wie heißt dein Spiel denn eigentlich? Ich hätte einen Vorschlag. Bockmist. Was denn? Ja, aber wie heißt es denn nun? Es heißt Patrick, das Spiel! Wow. Können wir allmählich anfangen? Ich muss bald ins Koma. Alles klar. Ich erkläre euch die Regeln. Okay. Jeder Spieler wählt eine Figur, mit der er über das Brett zieht. Und um zu entscheiden, welcher Spieler seine Figur zuerst wählen darf, wird gewürfelt. Um zu entscheiden, wer als erster würfeln darf, um sich als erster eine Figur auszuziehen, muss man zuerst... Schau mal, Patrick. Du fängst an, dann kommt Sandy, dann SpongeBob und dann ich, okay? Okay. Sandy! Jeha! Ein Häuschen am Strand. Fahrerlaubnis! Fahrerlaubnis! Was heißt denn das? Wenn du das nächste Mal würfelst, kannst du entweder deine Figur über das Brett ziehen oder du kannst so viele Runden auf der Rennbahn drehen, wie du gewürfelt hast. Was soll ich jetzt bloß tun? Was soll ich jetzt bloß tun? Mir den Würfel geben, weil ich dran bin. Aha. Du gehst ins Gefängnis. Wieso sitzt du, Kuppel? Du darfst aber nicht würfeln, wenn du im Gefängnis sitzt. Und was muss ich tun, um wieder rauszukommen? Du musst deine 6 würfeln. Hallo! Du darfst nicht würfeln, wenn du im Gefängnis sitzt! Ja, halt dich an die Regeln. Aber wenn ich nur rauskomme, wenn ich eine 6 würfle, ich aber im Gefängnis nicht würfeln darf, wie komme ich dann überhaupt wieder aus dem Knast raus? Da ist es ja. Wenn ein Spieler im Gefängnis sitzt, bleibt er so lange drin, bis er eine 6 würfelt oder jemand seinen Namen sagt. Schön, dann sagt eben jemand meinen Namen. Das reicht, ich habe jetzt genug. Thaddäus! Wieso ist er nicht mehr im Gefängnis? Weil wir doch seinen Namen gesagt haben. Das war echt ein ganz schön cleverer Zug, Thaddäus. Also jetzt würfelst du nach mir. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tja, ich glaub, ich... Fahrrennbahn. Ich... Fahrrennbahn! Ich... Fahrrennbahn! Oh ja, Snacks! Oh. Gefängnis für Thaddäus! Aber ich war auf Snacks! Erzähl das dem Richter! Könnte mir mal jemand erklären, was wir hier eigentlich machen sollen? Worum geht es hier? Das gesamte Spiel ist doch völlig willkürlich. Es geht mal hier rum und mal darum. Keiner weiß, wie wer was gewinnen kann. Und Patrick macht die Regeln offensichtlich so, wie es ihm gerade passt. Hoppa, hoppa, Sichterzeit! Genau. Hoppa, hoppa, Sichterzeit! Okay, ich geh da mal raus. Wenn ein Spieler Drausilein ansagt, müssen alle anderen Spieler auch nach draußen gehen. Ich habe aber nicht Drausilein gesagt. 4. Das heißt, wir sind in der Kicherzone. Alle müssen lachen. 2. Grimassen schneiden, Grimassen schneiden. 100 Spitzengrimassen. Thaddäus, endlich verstehst du die Regeln. Na, aber sicher verstehe ich die Regeln. Die Regeln sind, dass es völlig egal ist, was man würfelt. Jeder kann einfach irgendetwas erfinden. Also kann ich jetzt auch würfeln und sagen, automatischer Sieger. Hey, super, du hast gewonnen. Gut gespielt, Thaddäus. Oh, wisst ihr was, das stimmt, war echt gut gespielt. Nicht so schnell. Kein Spieler darf sich selbst zum automatischen Sieger erklären. Du hast schon wieder eine neue Regel erfunden. Dieses Spiel ist das letzte blöde Spiel. Zerstörung von Privateigentum. Oh, und wie ich hier sehe, sind Sie ein Wiederholungstäter. Sie gehen ins echte Gefängnis. Wenn ich nur nicht weiter mitspielen muss. Danke, Herr Wachtmeister. Willkommen zurück. Jemand muss meinen Namen sagen. Game over.